Ich sehe deine Du wieder? Nein, aber diesmal ist meine Unterhose. Ich glaube, ich werde straight. Marcel? Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Und ihr seht schon, hier ist ein Special Guest. Ach, meine Lippen tut so weh. Ich habe gerade so einen Lippenstift drauf gemacht. Oh Leute, meine Lippen sind schon wieder voll aufgeblutet. Merkst du das auch schon? Es würde noch prickeln. Wir machen heute eine Foto-Challenge. Ich wollte eigentlich eine andere Foto-Challenge machen, die haben wir jetzt aber über den Haufen geworfen, weil das machen wir, glaube ich, mal. Falls ihr diesem Video hier genügend Daumen nach oben gebt, das machen wir dann, wenn er zurück in Mannheim ist und ich in Berlin, weil das macht irgendwie viel mehr Sinn, dann ja. Das macht mehr Sinn, ja. Ihr werdet schon mal stehen, aber nur, wenn ihr genügend Daumen, wie viele Daumen nach oben? 20.000? Oha. Ja, ich hab nicht immer so echt geier Niedrigium-Daumen. Ich schwöre, nein, 20.000, du geier sitzt mal, Freunde, 20.000. Okay, 20.000 Daumen nach oben, dann kommt das Video mit Jan. Wir machen heute eine andere Foto-Challenge, dafür haben wir... Noch ein bisschen lauter. Haben wir hier so Kästchen gemacht, da sind zum Beispiel drin Farben. Mhm. Was noch? Mut. Und Gegenstände, die Gegenstände. Wir auf Fotos, also wir ziehen immer eine Farbe, dann steht zum Beispiel blau, dann ziehe ich hier zum Beispiel Ananas und dann ziehst du Arzi. So, genau. Das heißt, wir müssen ein Foto mit dem Schema blau und eine Ananas muss integriert sein und es muss Arzi aussehen. Checkt man's? Klar, checkt ihr das, ihr seid ja echt dumm, hallo? Okay. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir ziehen direkt okay, mal. Okay, Ladies first. Okay, ich ziehe erstmal eine Mut. Tumblr Arzi. Okay, also mein Bild wird Tumblr Arzi. Oh nein, grün. Oh, ich hasse grün. Ich hasse grün auch. Scheiße. Scheiße, ich will nicht grün. Gläser. Ich hab ne gute Idee. Hast du? Ja. Okay, Leute, also das erste Bild wird grün, aber ich habe nichts Grünes, deswegen gelb und das färben wir einfach grün ein. Wir sind ja Photoshop Kings und Pros, also beziehungsweise Facetune, Lightroom. Ach Leute, noch mehr Brands nennen, die ich nicht bezahlt werde. Kamera ist da, wir haben eine richtig geile Idee, deswegen ziehe ich mir das kurz an und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Shobi freut sich auch über das Video auf jeden Fall. Okay, lass mal, wir nehmen einfach nur den kleinen Tisch. Eigentlich zählt der... Das wundert mich jetzt irgendwie nicht, ne? Warum? Dass es noch so voll ist. Weil die ist ja immer dreckig, du brauchst ja nicht. Oha! Das sagt ja wegen was anderem, also. Schieb den Staub und den Teppich! Leute, wir wollen nämlich so ein Bild machen. Das würde mit Kamera, glaube ich, schon cooler aussehen. Ja, ich glaube auch. Nee, machst lieber mit Kamera, Weitwinkelkamera. Als hättest du schon gegriffen, oder? Es spiegelt! Oh, Scheiße! Oh, mein Gott! Oh, no! Was spiegelt denn da? Ach, der Zaun. Mein Finger. Nein. Aber das ist ja voll geil. Oh, das wäre so geil, wenn es nicht spiegeln würde. Ach, guck mal, genau jetzt bräuchte man dieses Objektiv, was so die Spiegelung rausnimmt. Es gibt doch sowas. Ja, aber ganz ehrlich, guck mal, wie geil das aussieht. Das sieht voll sommerlich aus. Okay, das war jetzt die Lösung. Und ihr seht das Bild. Gucken wir es jetzt nochmal schnell an. Okay, werdet ihr gleich sehen. Okay, die nächste Runde geht an Jan. Jetzt muss ich seine Bilder machen. Jesus! Okay, warte. Fashion. Okay, Fashion-Foto. Fashion. Oh, ich hasse Orange. Ich schwöre, ich hasse Orange. Nee. Ich hab nicht mal was in Orange. Das Licht geht ja auch. Was steht da? Seifenblase. Boah, ich hasse es. Ich schwöre, ich hasse es. Vielleicht wird's cool. Oh, das wird so richtig Ding aussehen. Aber das soll aussehen wie Fashion. Ja, dann sind im Hintergrund halt Seifenblasen. Mal gucken, wir werden es jetzt probieren. Oh Gott. Okay, Leute. Es sind gerade so viele lustige Sachen passiert, Alter. Wir haben uns jetzt hier so einen Basketballplatz gesucht, weil orange, der Boden, das kann man alles so ein bisschen orangig machen. Die Hose wird orange bearbeitet. Oh, meine Knie gerade geknackt. Ja. Hier sind gerade voll viele Leute, deswegen ist es ein bisschen cringe, aber oh Mann, scheiße, die Leiter ist ja viel zu klein. Kannst du mal das Thema ansprechen mit dem Wetter, Alter? Wir dachten, es ist richtig schön Sonnenschein. Ey Leute, es war gerade einfach komplett sonnig. Und kaum kommen wir raus, ist es so. Boom. Bei mir oben hat gerade die Sonne noch geschienen. Es war so voll warm, so herrlich. Ist ja richtig komisch gerade. Und wir haben gerade fast so eine Frau überfahren. Also, beziehungsweise John ist einfach mit so einer Leiter gegangen. Es war eh gerade mega komisch. Wir haben diese Leiter, alle standen und so voll an. Und da war so Stau auf der Straße. Ist so ein Typ, der facetimed so. Zeigt so auf uns und wir beide so, wir posen so. Wir posen das auf offener Straße. John mit dieser Leiter auf einmal. Eine Frau sagt so, Vorsicht, Vorsicht. Und ich. Und er hätte fast mit der Leiter diese Frau vom Fahrrad gekickt und so, oh mein Gott, das war gerade so, so lustig. Funny. Aber die hat auch gelacht. Die haben beide ja, genau. Die hat gelacht. Es war gefährlich, aber ja, lustig. Der Typ hat gerade gemeint, ja, mach die gerade ein Foto. Ja. Und eigentlich, wie ist eigentlich darauf gekommen? Die hat nur eine Leiter. So. Ja, mit einer Leiter schnurstracks zum Dings. Ja. Und als Basketball haben wir so einen aufgeblasen. Photoshop-Regel. Okay, komm, wir machen. Aber. Und ich dachte.
Heißt du, die Leiter hätte Dings? Ganz ehrlich, ich glaube, es sieht voll scheiße aus, weil A, kein blauer Himmel mehr ist und weil der Baum davor. Okay, dann lass aber trotzdem auf dem Feld hier Fotos machen. So von unten, weißt du? Mann, das ist unangenehm. Siehst du den da Typen? Der ist doch durchtrainiert. Ja, aber guck mal, der ist trainiert, durchtrainiert. Jan, jetzt mach. Hat noch so enge Sachen an. Wir schaffen das. Leute, ihr habt es jetzt gerade nicht mitgekriegt, aber die Leiter ist einfach fast umgefallen. Jan hat wirklich sein Leben hier riskiert, but chaka. Ey, das war voll gut. Übel, die Bilder sind so geil. Wehe, du lädst sie nicht hoch. Oh, er ist so kritisch bei sowas. Schnittloops hier. Könntet ihr bitte Jan sagen, dass er dieses Foto posten soll? Er möchte dieses Foto nicht posten. Ich meine, wie geil. Erstens hat er so fast sein Leben dafür riskiert. Zweitens, also bitte nicht nachmachen. Und Leute, ich finde, das Foto ist so geil geworden. Aber der will das nicht posten. Wasted Schnittloops an Tag 2 nochmal hier. Eventuell haben wir das Motto komplett verfehlt. Wir haben einfach die Seifenblasen vergessen. Es ist nicht wirklich ein Fashion-Foto. Wir haben uns irgendwie voll auf dieses Orange spezialisiert. Ja, ich würde sagen, Schnittloops hat gewonnen. Peace. Sunny, okay, nächste Runde. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. It's your turn. Okay, also. Das tut mir leid, ich bin jedes Mal so. Okay, ich muss wieder Tumblr AC. Kaktus. Oh, I like it, okay. Ja, aber welche Farbe? Stimmen, die Farbe oder? Muss jetzt noch stimmen. Lila Pink. Wie soll man das denn jetzt mit dem Kaktus? Obwohl, grün und rosa. Hast du noch meine Rolle? Ja. Hey, das ist voll easy. Ja, stimmt. Er meint damit so eine Rolle für den Hintergrund, die wir immer in meinen Schrank geklebt haben. Aber wir haben sie irgendwie nicht gefunden. Also mussten wir doch was anderes machen. So, also. Wir cheaten hier gerade so hart, Leute, weil ich irgendwie keine pinken Sachen habe. Nur eine Sache, die ihr schon alle die ganze Zeit kennt. Ich meine, mein Kleid kennt ihr auch, aber wir werden das jetzt einfach pink einfärben. Wir sind ja hier die Bearbeitungsprofis. Ich hoffe, das ist nicht cheaten, aber ganz ehrlich, wir haben uns die Challenge ausgedacht. Wir machen die Regeln, ja? Und ich habe eigentlich auch so eine perfekte blonde Perücke, aber ich finde die gerade einfach nicht. Ich weiß nicht, warum ich immer Sachen verliere, aber ich mache mir dafür jetzt den Zopf. Ich habe so lange keinen Zopf mehr getragen, seit meine Haare ja sozusagen lang genug sind. Trage ich die ja jetzt immer offen. Das war eigentlich ja so voll mein Ding, deswegen. Ja. Let's wear a ponytail. Jetzt hier so einen langen Clip. Ich bin noch echter Dinger, das hier ist jetzt der Kunsthaar, aber I don't care. Wir haben übrigens gerade jetzt versucht, weil mein Motto ist ja Artsy. Deswegen versuchen wir mich jetzt wie so eine Barbie zu machen. Früher haben mich übrigens immer alle gefragt, wie schaffst du es, deine Haare bei diesen Clipzöpfen zu verdecken? Und da ging es halt noch viel einfacher, weil ich einfach weniger Haare hatte. Und jetzt werden die ja langsam auch länger und es wird schwieriger, bei den Clipzöpfen die zu verdecken. Aber bei diesen, die man so rumwickelt, geht es immer noch mega easy. Alter, das sieht richtig geil aus. So, unser Set ist ready. Freunde, das wird das krasseste Foto überhaupt. Du wirst richtig krass aussehen. Mal abgesehen davon, dass Sunny gerade so geil aussieht. Ich glaube, ich werde straight. Marcel! Oh Mann, dann ist immer so nett. Nee, guck mal, das Ding ist, ich bin immer so verwirrt, wenn ich hier bin, weil ich weiß nicht, stehe ich auf Marcel? Gehe ich auf Marcel oder auf dich? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf euch beide. Ja. Okay, das ist zu denken. Du hast sowas wie Quasi-Modus. Du könntest gleich mal so hin. Guck mal, du machst mal so. Mach mal das nicht. Mach ruhig Brust raus. Genau, und dann so. Yeah. Wird jetzt voll gecheatet, Freunde, aber trotzdem, hey, wir haben das Foto aber so gemacht. So, also im Endeffekt. Oh, Tumblr. Palme. Okay, Palme finde ich cool. Palme, I like that. Mhm. Jetzt noch die Farbe. Blau. So. Boah, man könnte die Palme blau einfärben. Nein, weißt du, was man machen könnte? Mit dem blauen Hintergrund. Ja, oder wir gehen irgendwo hin mit dem Spiegel. Das machen wir gleich. Okay, ich habe nichts verstanden. Willst du eigentlich noch weiter aus dem Video raus, oder? Also, ey, ich sehe es, tut mir so leid. Warte mal, wie sehe ich eigentlich mit Zopf aus? Guck mal, aber ich finde, dein Objektiv machen wir Chicken Wings Arme. So, Spiegel ist abmontiert aus unserem Schlafzimmer. Der sieht, glaube ich, richtig cool aus. Ich würde ihn jetzt einfach auch hier hinlegen. Ganz ehrlich, und dann haben wir jetzt noch die Palme. Stopp. Dein Gegenstand bei deinem Foto, was war anders? Glas. Ach. Ich habe das falsch gemacht. Man, sehen die Realer. Ist das nicht sogar von uns noch? Kann das sein?
Haben wir das nicht abgerissen? Nee. Von dem Ding? Nee. Doch, einen haben wir da, glaube ich. Ja, für unser Ding? Nee, ich habe das aber geholt, noch in der alten Wohnung. Ach so. Ich weiß nicht, ich habe diese Strumpfhose. Ich sehe deine Du wieder! Nein, aber diesmal ist meine Unterhose. Wie wärst du denn die aufhörst, zweite Hosen anzuziehen, wenn ein Spiegel unter dir... Mann! Dass man mit dem Spiegel so eine Spiegelung erzeugt, so eine Lichtreflexion. Und wenn nicht, dann nehme ich einfach das, wo ich gesagt habe, komm, das ist ja. Das hat mega viel Spaß gemacht. Checkt jetzt auf jeden Fall auch Jens Social Media aus und mein Social Media aus, damit ihr die Ergebnisse richtig seht. Also ich habe die hier zwar schon eingeblendet, aber dann könnt ihr auch ein Like da lassen, einen Kommentar da lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jedes Mal posten würde, aber okay. Willst du an meinen Fotokünsten zweifeln? No! Danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, vergesst nicht Daumen nach oben, dann kommt das zweite 20.000. Video. 20.000, Freunde, ich schwöre, ihr nervt mich, wenn ihr keine 20.000 erreicht. Ich bin mal gespannt, wie aktiv deine Follower sind, weil ich und ich habe weniger Abonnenten als du, ich schaffe es immer. Okay, Leute, Challenge accepted. Wo ist die Loops Crew? See you. Bye bye, I love you. Weiche von mir. Ich